30 Minutes Left. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Wir haben das Jahr 2012, den 1.1. Hooray! Und wir leben alle noch. Yay! Darauf stoßen wir an und trinken Hachi. Cola. Da stehen irgendwelche arabischen Schriftzeichen drauf. Und it's your choice. Stehen da viel. Was ist mit Dattelsirup, ne? Steht da drauf. Trink mal einen Schluck. Interessant. Der schmeckt sehr wenig nach Cola, wie ich sie kenne. Ja. Steht auch nicht drauf, wie viel Koffein drin ist. Gut. Nee, das ist mir auch schon wieder suspekt hier. Ja. Aber frei von mit natürlichem Fruchtzucker und Dattelsirup gesüßt. Frei von Phosphatsäure. Ich glaube, das sind arabische Schriftzeichen. Aber so genau kenne ich mich da nicht aus. Ja, es ist arabisch. Und das ist die Flaschenform ist aber eigentlich sehr cool. Das sieht also so ein bisschen aus wie so eine Lavalampe. Das stimmt, ja. Und da steht Choice drauf. It's your choice. It's your choice. Und dann so ein Yin-Yang-Symbol. Du hast gerade gesagt, wir leben noch. Warum sollten wir denn nicht mehr leben? Ja, es gibt ja so verschiedene Mayas und verschiedene Wahnsinnige, die behauptet haben, wir würden dieses Jahr alle draufgehen. Am 21.12.2012. Ach so, jetzt noch gar nicht. Nee. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, aber das stimmt auch nicht. Aber der 21.12. ist doch total lustig. Da hat, glaube ich, CERN ein Experiment auf diesen Tag gelegt. Das ist aber auch scheißegal, weil nämlich die Mayas haben schon gemerkt, dass der Kalender nicht so ewig hält und haben deswegen ein anderes Zahlensystem noch eingeführt, mit dem man länger zählen kann. Da ist nämlich eine Ziffer, geht dann nicht von 0 bis 9, sondern von 0 bis 19. Aha. Und das hält also nochmal ewig lange, der Maya-Kalender. Das sind irgendwelche Esoterik-Spacken, die das meinen, dass es die Welt deswegen untergeht und es ist Schwachsinn. Ist offenbar Quatsch, denn wir leben noch und es ist auch nichts Spannendes passiert. Und selbst, wie gesagt, wenn dann erst Ende des Jahres, aber das stimmt auch nicht, da gibt es im Science-Blog aber ich habe doch im Kino, habe ich doch neulich diesen Film gesehen, wo auf jeden Fall alles kaputt gegangen ist. The Ultimate Disaster Movie war, glaube ich, der Titel. Ja. Von Roland Emmerich. Und was ich im Fernsehen gesehen habe, das ist wahr. Also muss das auf jeden Fall noch passieren. Wenn das von Roland Emmerich kommt, dann ist es auf keinen Fall wahr. Ich muss da sagen, ich mag diese Roland Emmerich-Filme. Ja. Die sind alle so herrlich, herrlich abgedreht. Ist halt Popcorn-Kino, ne? Genau, ja, total. Es ist so Kino, um die Soundanlage zu testen und um den Fernseher zu testen und um Popcorn zu konsumieren neben Alkohol. Ich gucke sowas gern. 2012 mochte ich gern. Ich mochte auch Independence Day oder... Was gibt's denn da noch? Ach, diesen wahnsinnigen Wetterfilm. Wie war der denn noch? Wie ist der denn noch? Day After Tomorrow. Habe ich nicht gesehen. Der ist auch total bescheuert. Independence Day habe ich gesehen. Da soll ja auch ein neuer kommen, ne? Echt? Ich meine, sowas gelesen. Ich habe es nicht. Ich weiß es nicht mehr genau. Interessant. Da hätte ich mal für letzte Folge nochmal recherchieren können. Ja. Egal. Das wäre eine Fortsetzung, wenn da jetzt noch ein Independence Day kommt, oder? Ja, das wäre, glaube ich, eine Fortsetzung. Lass uns doch einfach spontan jetzt mal über Fortsetzungen reden. Ich habe da mal spontan eine Liste vorbereitet. Haji. Cola. Haji. Interessant. Ja, echt. Also ich habe da mal eine Liste vorbereitet, da stehen ganz viele Filme drauf und wir können jetzt einfach mal der Reihe nach, wie uns gerade lustig ist, das abarbeiten. Ja. Auf deiner Liste steht vorne Matrix. Matrix, erinnere ich mich noch genau. 97 kam der erste Trailer, 99 kam der Film. Genau. Und hat alle vom Hocker gerissen damals. Ja, weil der nämlich, ich habe ja die Vermutung, weil der so farblos war. Der ganze Film ist ja nur schwarz-grün. Nee. Doch, schwarz-grün und grau. Wenn die ja Matrix sind, ist alles bunt und ganz normal. Der ist nur schwarz-grün und grau. Weil du nur den Code sehen möchtest, darauf möchtest du jetzt hinaus, ne? Ja, nee. Nein, der Film ist aber tatsächlich, farbtechnisch ist er ziemlich, ziemlich grau gehalten. Auf jeden Fall ist er ja von Special Effects her sehr gut gewesen, mit diesem Bullet Time. Genau. Das wurde ja auch später in einigen das Spielen noch wieder... Das wurde zwar schon häufig davor benutzt. Ja? Also ich wüsste es jetzt nicht. Oh, da lass uns mal kurz einhaken. Nach Matrix. Lass uns erstmal über Matrix reden und dann haken wir kurz ein. Also der erste Matrix-Film, den war ja so sehr cool. So mit Neo in Neo kommt in die Matrix und Trinity und Morpheus. Nein, Neo kommt erst aus der Matrix raus und dann geht er wieder rein. So war das. Er wird ja erst mit der blauen Pille erweckt. You take the blue pill. Story, ja, stimmt, genau. Ja. Oder you take the red pill. Nee,
The Red Pill ist... Die rote tut ihn wieder rein. Die rote macht nix und man bleibt da und die blaue holt einen raus, ne? Nee, die blaue... You take the blue pill, story ends. Die rote ends, ist die spannende. Ja, genau. Die rote ist das How Deep the Rabbit Hole Goes. Okay. Naja, und dann haben sie sich gedacht, Mensch, der war ja so erfolgreich, der Film, wir können da irgendwie noch eine Backstory dran basteln. Und haben sich dann gesagt, oh, das war ja dann doch als Trilogie geplant eigentlich. Wir haben das nur vorher keinem verraten. Reload und Revolutions. Und deswegen gab es dann plötzlich Reloaded und Revolutions in einem Jahr. 2003. Genau. Die ja auch sehr unterschiedlich waren, die beiden Filme. Mai und November. Und ich habe, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, nach Reloaded. Revolutions habe ich nur ein einziges Mal bislang gesehen. Mhm. Obwohl ich ihn auf DVD besitze, seit dass die gibt. Und weiß ich nicht, hat mich irgendwie nicht so umgehauen. Ich finde die Story, die sie dahinter gebastelt haben, eigentlich ganz, ganz interessant. Deswegen hat mich der erste Teil auch jetzt nicht so, der zweite Teil auch jetzt nicht so enttäuscht, weil ich halt wusste, dass das nur die Vorbereitung ist auf das große Finale quasi. Und ich fand es schon sehr, sehr cool. Boah, diese Cola schmeckt echt eigenartig. Ja. Ich weiß nicht, ich mag auch nicht so gerne Datteln. Ich hätte vielleicht vorher mal gucken sollen. Aber ich mag eigentlich Datteln, aber in Cola sind sie komisch. Ich fand die Flasche sehr cool. Das stimmt, ja. Nee, auf jeden Fall. Es gibt ja noch diese Animatrix die fand ich alle gut. Kurzfilme, die irgendwie dazwischen spielen, zwischen den Matrix-Filmen. Die fand ich alle gut, muss ich sagen. Ich habe auch diese Riesenbox, ja. Aber was gibt's da? Ja, die habe ich auch mit dem Neo. Genau, hatte ich vorher die einzelnen Filme und dann habe ich die große Box gesehen und dann musste ich die kaufen. Ja, die war irgendwann bei Saturn, war die unfassbar günstig. Genau, irgendwie 10 Euro oder 20 Euro oder so. Ja, genau. Die habe ich dann auch mitgenommen und seitdem steht sie bei mir. Das ist übrigens interessant, die haben da, das sind ja 10 DVDs in dieser Kiste drin. Mhm. Gibt es auch als schmale Kiste. Und da sind spannende Dokus bei. Da habe ich zum Teil reingeguckt. Die lohnen sich durchaus mal zu gucken. Ja. Aber also wer die wie wir zu Hause rumstehen hat, die Kiste, und da noch nicht reingeguckt hat. Einfach nochmal machen. Ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Da ist zum Beispiel einer, ich erinnere mich gerade, eine Doku, die wo ein Forscher sagt, ich glaube ja, mit der künstlichen Intelligenz, das ist alles Quatsch. Wir hatten nämlich vor 20 Jahren hatten wir Roboter, die hatten einen Fühler vorne und sind damit gegen Wände gefahren, um zu gucken, wo sie aufhören müssen zu fahren. Ja. Und vor 10 Jahren hatten wir einen Roboter mit einem optischen Sensor drin, der hat geguckt, wo er nicht mehr hinfährt. Und heute haben wir Roboter, die können das irgendwie mit Infrarot machen und die gucken auch genauso wie vor 20 Jahren und das ist alles eine Lüge. Ja, also die Roboter heutzutage sind nicht intelligent, die sind programmiert. Also die sind auch nicht intelligenter als vor 20 Jahren. Halt. Nee. Sie können nur schneller Ergebnisse berechnen und schneller reagieren. Ja, genau. Das war's auch. Genau. Ja. Da gibt es auch diverse Experimente, die irgendwelche Firmen machen, und das Kriterium, was ich ziemlich gut finde, um intelligentes Leben quasi nachzuweisen, ist, ob es die Forscher irgendwann überrascht. Das ist immer das Kriterium. Okay. Die lassen irgendwie die Maschine laufen und wenn die sie irgendwann überrascht, dann ist es offenbar intelligentes Leben und es passiert einfach. Also mein Computer überrascht mich ziemlich häufig mit irgendwelchen Sachen, die er macht. Ja, aber du hast ihn ja auch nicht programmiert. Manche Sachen schon, die überraschen mich trotzdem. Ja, nee, aber das ist ja schon was anderes. Ja. Also Matrix, ne? Ich fand auch, muss ich sagen, da ist es mir zum allerersten Mal aufgefallen, dass die arg fies geschnitten waren. Ich erinnere mich an eine Kampfszene im Auto, auf irgendeiner Autobahn, mit diesen Zwillingen. Mhm, ja. Und das ist irgendwie so ein Messerkampf und das ist so unfassbar schnell geschnitten, dass ich überhaupt nicht mitgekriegt habe. Am besten finde ich also die Szene, wo die im ersten Teil unten durch diesen Metalldetektor durchgehen und dann Waffen ziehen. Wir haben irgendwann mal im Musikunterricht, wir hatten eine Doppelstunde Musikunterricht früher in der Schule, und irgendjemand hatte die Matrix mit auf VHS und da stand ein Fernseher rum und dann haben wir den reingeschmissen und genau zu dieser Szene, und dann fing die Stunde an, unser Musiklehrer kam wieder rein und dann hat er sich dazu gesetzt und dann haben wir Matrix so lange, also bis zum Ende geguckt von der Szene aus und dann... Cool. Ja. Ich mochte aber insgesamt, verschiedene Szenen aus Matrix mochte ich. Ja, ich spreche ins Mikro, ich bin nur leise. Du sprichst aber häufig auch übers Mikro hinweg. Aber das klingt nicht viel anders. Doch, das klingt ganz anders. Oder das klingt ganz anders. Na gut, okay. Aber jetzt atme ich auch, das Mikro ist auch nicht so schön. Das stimmt. Naja. Also ich mochte einige Szenen. Ich mochte zum Beispiel diesen Franzosen, den mochte ich ganz gern. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie hieß. Im zweiten Teil oder dritten Teil? Ja, genau. Ja. Und den fand ich einfach... Den könnte ich echt mal wieder gucken, morgen oder übermorgen oder so. Ja. Mal gucken. Mal machen. Eigentlich wollte ich es mal machen. Ich habe nämlich auch schon ewig nicht mehr gesehen, die Filme.
Und wie gesagt, den dritten erst ein einziges Mal im Kino. Und solange man jetzt noch Urlaub hat, kann man das ruhig echt machen. Ja, ich habe keinen Urlaub. Tja. Naja. Ich könnte auch mal wieder die Star Wars Filme gucken. Die Star Wars? Ach, ja. Warte mal. Ich wollte ja kurz intervenieren. Es gibt eine Doku, da hat sich irgendein Typ hingesetzt und hat gesagt, Everything is a Remix. Mhm. Und da geht es im ersten Teil, glaube ich, um Technologie, dann um Musik und dann um Filme. Drei Teile hat er bislang. Der vierte kommt, glaube ich, im April raus. Schon angekündigt. Und das ist sehr sehenswert. Da nimmt er nämlich auch Matrix auseinander und zeigt, dass die Ideen, die in Matrix drinstecken, allesamt nicht neu waren. Und dass es im Grunde überhaupt keine neuen Ideen bei irgendwas gibt. Gibt es auch nicht, nur neu zusammengestellt. Sondern es ist alles nur neu zusammengestellt. Und Das finde ich ziemlich cool gemacht. Also die sind sehr sehenswert, die Dokus. Die gibt es irgendwie kostenlos im Netz, sind jeweils 5 Minuten lang oder so. Wir verlinken das, guckt euch das ran. Okay, muss ich dann auch machen. Kann man auch in so kartrigem Zustand, wie ihr vielleicht jetzt gerade nach eurer Silvesterfeier seid, kann man das mal machen. Star Wars, da hast du ja, als ich gesagt habe, nee, wie war das, du wolltest mal über die Star Wars Filme reden. Boah, das ist auch lange her. Und ich habe gesagt, es gibt nur drei. Und deswegen wolltest du nicht mit mir darüber reden. Ja, weil ja. Also Star Wars, fangen wir mal chronologisch an. Ja. Episode 4, 5 und 6. Eine schöne Trilogie, die ja darum geht, dass Trilogie, die ja darum geht, dass die Rebellen, also dass das Universum, das bekannte Universum, keine Ahnung, von dem Imperium regiert wird, und dann gibt es halt so Aufständige, die dass sie wollen, die Demokratie haben wollen. Das ist eigentlich quasi so ein bisschen wie die Kämpfe im Nahen Osten, Ägypten und so. Also gegen du hast Freiheitskämpfer, die gegen ein imperialistisches System gegen ankämpfen. Eigentlich sehr interessant. Lass uns doch mal sehr chronologisch anfangen. 1977 kam Star Wars, Episode 4. Genau. Damals, als er ins Kino kam, hieß er noch nicht Episode 4, sondern er hieß nur Star Wars. Nein. Er hieß nur in den Wiederaufführungen, hieß er dann Episode 4. Weil nämlich damals auch bei Star Wars noch nicht geplant war, dass es eine Trilogie ist. Doch, die drei Filme waren doch schon geplant. Nein, war nicht geplant. Okay. Und dann hat Lucas mit dem ersten Film so viel Erfolg gehabt, dass er sich gedacht hat, okay, alles, was ich habe, meinen gesamten Gewinn, 19 Millionen Dollar, stecke ich in das Budget vom zweiten Teil. Lucas hätte komplett scheitern können, wenn der zweite Teil, also Episode 5, nichts geworden wäre. Er ist zum Glück was geworden und deswegen gibt es jetzt den fünften Teil und den Teil 6. Und auch alles, was danach kam an Star Wars. Aber da hätte halt alles scheitern können. Und ich finde auch, man merkt es der ersten Trilogie auch deutlich an, dass sie nicht als solche geplant war. Weil nämlich der erste, also Star Wars Episode 4. Das merkt man so, dass das eine Trilogie ist. Eine neue Welt ist in sich ein total abgeschlossener Film. Aber und der zweite Teil, das ist genau wie bei allen anderen Trilogien, die es inzwischen gibt, ist nur eine Hinführung zum dritten Teil, wo im Grunde der erste Teil wieder aufgerollt wird. Nein, du hast es aber in den drei Star Wars Filmen, in den ersten drei Star Wars Filmen, das ist auch der Unterschied zu der neueren Trilogie, du hast in dem ersten Teil lernst du die Charaktere kennen, im zweiten Teil beschäftigen sie sich mit sich selber und im dritten Teil kämpfen sie gegen ihr Problem. Das ist so der klassische Ablauf von einem guten Film. Und ja, das ist der Unterschied, den du in der alten Trilogie hast und in der neuen nicht. Die neue Trilogie ist total auf Marketing und auf... Nee, das stimmt aber nicht. Doch. Das ist genau das gleiche. Deine Beschreibung ist total akkurat. Du stellst im ersten Teil die Filme vor, im zweiten Teil beschäftigen sie mich mit sich selber und im dritten Teil kämpfen sie alle gegen das große Böse. Ja. Das hast du in jedem guten Film. Das trifft aber auf jede andere Trilogie, auch wenn sie keine ist, auch zu. X-Men zum Beispiel. Im ersten Film lernst du alle Charaktere kennen, im zweiten Film beschäftigen sich alle mit sich selber und im dritten Film gibt es das große Böse. Und die waren auch nicht als Trilogie geplant. Also, das ist natürlich echt schwierig. Ich glaube, die einzige Trilogie, die tatsächlich als solche geplant war, ist der Herr der Ringe gewesen. Und zwar als einziger Film ever. From Dusk Till Dawn. Naja, egal. Aber ich habe nichts gegen Trilogien, aber sie sind halt meistens nicht als solche geplant. Und das merkt man auch, weil der erste Film halt für sich stehen kann. Nimm doch zum Beispiel Pirates of the Caribbean. Das war ja keine Trilogie geplant.
Ja, aber es wirkt am Ende jetzt auch so, als wären sie alle zusammen. Der Kompass zum Beispiel hat plötzlich eine Funktion gekriegt und man könnte behaupten, ja, im ersten Teil, da wurde dieser Kompass, der im ersten Teil halt einfach nur nicht geht. Der kriegt ja im zweiten Film plötzlich. Der hatte doch auch dort schon eine Funktion, der hat dort die Black Pearl gezeigt, oder nicht? Oder wo hat er doch gezeigt? Nee. Doch, der hat immer zu dem gezeigt, wo man hin wollte. Aber erst im zweiten Teil. Im ersten Film war er nur kaputt. Ja? Nee. Ja? 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 Nee. Ja? Ja. Okay. Und das sind halt so verschiedene Dinge, die dann darauf hinweisen, dass es so geplant sein hätte können, was es aber in den meisten Fällen halt nicht war. Bei Star Wars ist es genauso wie bei allen anderen Trilogien auch. Okay. Aber lass uns mal über die neueren Star Wars Filme. Lass uns mal über die alten reden. Welchen findest du denn von denen am besten? Ich finde sie alle gut. Den besten ist Episode 4 gefällt mir am besten. 5 gefällt mir am besten. Warum kann ich nicht sagen? Ich finde, der hat so eine gute Mischung aus Story und Action. Okay. Ich finde Episode 5 auch nicht schlecht. Ich mag Episode 6 von den dreien am wenigsten. Und ich finde Episode 4 deswegen gut, weil er in sich halt abgeschlossen ist. Hast du mal die Ewok-Filme gesehen? Nein. Okay. Die liefen irgendwann 1988 oder so im Fernsehen. Da gab es noch kein ProSieben bei mir. Da gab es noch gar kein ProSieben. Nee, habe ich nicht gesehen. Du? Okay. Ja, aber auch nur einmal. Hast du auch mal diese Star Wars Weihnachtsgeschichten gesehen? Nee. Gut, lass es bleiben. Gut. Ja, wollen wir jetzt zu den neueren Filmen springen? Ja. Also bei der neuen Trilogie von Star Wars, da glaube ich, ist es tatsächlich so, dass die Trilogie geplant ist. Aber das... Ich glaube ja, dass sie eigentlich nur auf Gewinnmaximierung geplant ist. Also ich habe mich auch extrem auf die Filme gefreut. Ich habe mir für jeden dieser drei Filme ein Premierenticket gekauft. Und zwar an dem Tag, an dem man Tickets kaufen konnte. Das war bei dem... ging mir genauso. Episode 1 konntest du irgendwie ein halbes Jahr vorher das Ticket kaufen. Und ich war... der erste, der im Cinemax Bremen Ticket, oder der zweite, der dafür ein Ticket gekauft hat, und zwar 10 Minuten, nachdem das Cinemax aufgemacht hat, um das Ticket zu kaufen. Mhm. Ich sag's halt Mitte, und das war bei Episode 2 und 3 genauso. Aber man merkt halt echt, dass der total auf Marketing rausgegangen ist, weil alles, was Kinder cool finden könnten, ist hervorgehoben. Du hast extrem viele Lichtschwertkämpfe, du hast Kinder-Jedis, die da rumstehen und irgendwas machen. Du hast diesen Jar Jar Binks, der eindeutig irgendwie so eine Art Disney-Referenz ist, damit die Kinder den toll finden. Aber um noch Lichtschwerter nochmal zu sagen. Also du hast in den alten Trilogien keine Lichtschwertkämpfe oder echt extrem selten. Das ist in jedem Film vielleicht zweimal Lichtschwertkampf. Und in den neuen Trilogien ziehen die Jedi, sobald die irgendwie ein Geräusch hören, ihr Lichtschwert raus und kämpfen aufeinander los. Das ist alles nur Action-Marketing. Darf ich? Ja. Punkt 1, das ist bei der alten Trilogie ab dem zweiten Teil auch nicht viel anders. Gut, der zweite Teil ist noch relativ erwachsen, aber der dritte Teil hat auch die Ewoks, die auf jeden Fall auf Kinder aus. Die Ewoks sind auf Kinder aus, ja, das stimmt. Und die Vermarktungsmaschine von George Lucas, die gibt's auch seitdem. Und die zieht sich seitdem durch alles durch, was er gemacht hat. Inklusive Indiana Jones. Das prangere ich an. Was, ja, natürlich, klar. Aber die Filme, ja, ne? Die Filme sind echt schlecht, die ersten. Also die Lichtschwertgeschichte, das ist natürlich auch rein chronologisch total logisch, dass es damals welche gab, weil die erste Trilogie, Moment, lass uns mal mit Filmnamen reden. Episode 1 bis 3 spielt ja chronologisch vor Episode 4 bis 6 und da gab es halt noch Jedi. Ja, aber dann hast du... Und deswegen ist es ja logisch, dass es da Lichtschwerterkämpfe gab. Außerdem ist es natürlich so, dass die Technik sich so weit entwickelt hat, dass man heutzutage einfach total locker mal so einen Lichtschwertkampf produzieren kann. Und 1977 war das halt echt schwer. Ja, aber dann hast du die Jedi, die eigentlich ausgeglichen sein sollten, ruhig sein sollten, über Licht nachdenken sollten. Ja. Die kommen dann auf so ein Schiff von der Handelsföderation, die eine Handelsblockade. Das ist schon mal total, total bescheuert. Eine Handelsföderation ist eigentlich normalerweise dafür da, Handel zu fördern und davon leben die. Das stimmt. Die machen eine Handelsblockade. Die verhindern den Handel. Das ist ziemlich dumm. Naja, gut, dann, aber die sind ja auch von den bösen Sith angeheitert worden, das zu tun. Egal. Dann gehen die auf dieses Handelsschiff, auf dem haufenweise Kriegssachen drumherum stehen, also irgendwelche Panzer und was weiß ich, Flugzeuge. Das ist auch sehr seltsam, dass so eine Handelsföderation Kriegsmaschinerie hat. Die sind doch schon böse. Ja.
egal. Dann sind die Obi-Wan und Qui-Gon sind dann da in dem Raum, wo sie warten sollen. Dann hören sie eine Explosion. Was macht ein Jedi normalerweise? Er zieht sein Lichtschwert auf. Nein, der überlegt, was könnte das sein? Ach, die haben da so viele schwere Sachen, das ist passiert halt mal. Nein, sie erfahren gleich, ein Angriff und ziehen gleich ihre Lichtschwerter, obwohl da niemand anders im Raum ist. Das ist total schwachsinnig. Das sind doch Jedi, die haben doch besondere Kräfte, die haben doch die Midi-Chlorianer. Das ist übrigens eine echt bescheuerte Erfindung, diese Midi-Chlorianer. Ja. Die haben sie ja auch im ersten Film noch erwähnt und danach nie wieder. Also in Episode 1, weil sie gemerkt haben, die kamen nicht gut an bei den Zuschauern. Genauso der Jar Jar Binks, der kam ja auch überhaupt nicht gut an bei den Zuschauern. Und deswegen kommt in Episode 2, glaube ich, noch ein Drittel mal vor und in Episode 3 dann gar nicht mehr oder irgendwie so. Also er lernt schon ein bisschen. Also George Lucas, der merkt schon so ein bisschen noch von seiner Umwelt. Aber leider aber viel zu wenig. Viel zu wenig. Zeitplug. Hast du Fanboys gesehen? Ja, großartig. Das ist, ich hab den auf Blu-ray. Ja, das ist ein Film, wo es geht auch irgendwie um Episode 1, wo irgendeiner an Krebs erkrankt ist und die wollen Episode 1 nochmal schaffen, gucken. Aber der Typ, der an Krebs erkrankt ist, der würde es nicht mehr schaffen bis zum Kinostart und dann versuchen die zu George Lucas zu fahren und den zu gucken. Genau, zu klauen. Ja. Schöner Film, genau. Sehr gut. Aber ich glaube, wir sollten noch ein bisschen fortschreiten. Lass uns einfach nur über die Filme reden. Nur über das, was George Lucas so verbrochen hat. Okay. Dann können wir Indiana Jones gleich noch nehmen und dann haben wir aber auch echt genug Stoff für diese Sendung, glaube ich. Also, die Vermarktungsmaschine. Ich muss ja gestehen, als ich Episode 1 gesehen habe, ich habe den mehrfach im Kino gesehen, war ich 16 Jahre alt und ich fand das alles total toll. Als ich Episode 2 gesehen habe... 16? Nee, wann kam der denn? Der kam 99 kam er. Ja? Ja. Okay. Also zumindest, das war ja bei Episode 1 so eine Raubkopiergeschichte. Der kam ein halbes Jahr früher in den Staaten als in Deutschland. Und als er in Deutschland kam, hatten ihn alle Leute schon gesehen. Weil es halt massenhaft Raubkopien gab und weil der sich tierisch schnell verbreitet hat. Schlecht aus dem Kino abgefilmt, Raubkopien. Ja, genau. Schlecht aus dem Kino abgefilmt. Und ich habe ihn natürlich auch vorher schon gesehen gehabt und habe ihn dann auf Deutsch nochmal gesehen und habe ihn dann, ich war zufällig im Kino in England, nein, ich war zufällig in England in der Zeit und habe ihn da dann auch nochmal im Kino gesehen. Und ich mochte den wirklich. Also Jar Jar Binks hat mich halt nicht sonderlich gestört, weil der nämlich, er macht halt bescheuerten Slapstick-Humor, aber das machen die Droiden in den ersten Teilen auch, also in Episode 4 bis 6. Und von daher hat er mich nicht sonderlich gestört. Ich mochte halt die Jedi, mochte ich ganz gern. Liam Neeson als Qui-Gon Jinn fand ich total gut. Und ich mag auch den Obi-Wan Kenobi-Darsteller. Wie heißt er noch? Weiß ich nicht. Aber sag mir mal, wer ist denn die Hauptfigur in Episode 1? Obi-Wan. Oder meinst du das Kind? Aber der ist so total langweilig. Obi-Wan? Obi-Wan ist als Hauptcharakter Obi-Wan total langweilig. Obi-Wan entwickelt sich aber total spannend in Episode 1. Findest der entwickelt so? Sich ja vom Jüngling, vom ja. Jedi, wie heißt das, Padawan? Zum Meister nachher. Zum Meister. Das ja, aber ich, dafür, dass er die Hauptfigur sein soll, finde ich ihn zu langweilig. Na gut, es gibt natürlich, Star Wars trägt sich nie an einer Figur. Es gibt natürlich noch das Kind, was ich auch nicht sonderlich schlimm fand. Ich fand ihn halt irgendwie passend. Aber der als Hauptfigur, der tritt erst nach 50 Minuten auf. Das stimmt natürlich. Das ist auch keine Hauptfigur. Und es gab natürlich Qui-Gon Jinn. Der ist auch total langweilig. Es gab auch Ewan McGregor heißt er natürlich, Obi-Wan. Natalie Portman als Königin. Oh, die ist heiß. Und 16 Jahre alt soll sie sein, ne? Natalie Portman ist eine der besten und auch, glaube ich, intelligentesten Schauspielerinnen, ja, die es gibt. Ja, die hat zwei abgeschlossene Studien. Ja. Zwei. Die ist echt gut. Finde ich auch. Und auch wegen ihr mochte ich natürlich den Film. Und ich finde auch, der Film hat einige gute Momente. Er referiert zum Beispiel in der Szene in Episode 5. Da fliegt wie hieß das Raumschiff noch? Millennium Falcon? Genau, der Millennium Falcon fliegt in einer Sequenz quer zum Bildschirm von links nach rechts und schwenkt so zur Kamera hin und dann wieder weg. Mhm. Ja. Und das war ein ziemlich netter Effekt und den gibt es zum Beispiel in Episode 1 mit dem U-Boot auch. Also das U-Boot war auch so eine Schwachsinn. Die wollen irgendwo hin, landen auf dem Planeten und fahren dann erstmal einmal quer durch den Planeten durch, um auf die andere Seite zu kommen. Warum landen sie nicht gleich auf der anderen Seite?
Die sind doch abgestürzt. Dann sollen sie jetzt auf der richtigen Seite abstürzen. Also rein storymäßig passt das schon alles ganz gut zusammen bei dem Film. Warum? Anakin baut einen Roboter, der seiner Mutter im Haushalt helfen soll. Ja. Warum baut er einen Protokolldruiden? Und warum nennt er ihn C-3PO und nicht Klaus? Na, weil das ein Das ist doch viel bescheuerter. Das ist ein Robotername. Ja, gut, klar, natürlich. Also man merkt der Trilogie schon an, dass sie mit den anderen zusammenpassen soll. Mit einer Brechstange. Ja. Das stört mich auch ein bisschen. Aber ich fand einige Ideen, fand ich auch wirklich nett. Zum Beispiel das Podrace, fand ich, war eine gute Idee. Nee, das war auch wieder sowas, oh, wir müssen unseren Episode 1 Racer verkaufen, das Spiel. Und wir müssen unsere Podrace-Spielzeuge verkaufen. Lass uns mal ein cooles Racing reinmachen. Dann haben wir noch ein Produkt mehr, was wir verkaufen können. Das war nicht total sinnlos. Ich fand es unterhaltsam, das Rennen. Ich fand es total sinnlos. Das hätte man sich einfach sparen können. Ersatzlos streichen. Aber ich bin vielleicht auch ein bisschen geprägt von der DVD, die dann rauskam. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wann sie kam. 2001, 2002? Nee, es gab erstmal nur das Video. Das gab es ganz lange nur auf Videokassette. Ja, und dann irgendwann kam die DVD und die war echt teuer. Die hat, glaube ich, 50 Mark gekostet, 25 Euro. Nee, da gab es auf jeden Fall schon Euro, weil ich hatte mich die... damals war gerade der Wechsel. Das muss also 2001 gewesen sein. Und nein, es gab bestimmt 5 Jahre lang, wo es schon DVDs gab, gab es Episode 1 nur auf VHS. Nein, auf keinen Fall. Doch! Auf keinen Fall. Die DVD von Episode 1 gibt es seit 2001. Glaube ich nicht. Die kam zusammen mit der Xbox und Halo raus. Ja, ganz sicher. Ja? Ja. Und die fand ich halt ziemlich gut und habe sie auch durchgängig gehört, weil da nämlich auch spannende Kommentare sind, auch von George Lucas. Und da erfährt man so ein bisschen, wie er das geplant hat, diesen ganzen Film. Und da dachte ich bei all den Dingen, die er da erläutert hat, ja, das hat irgendwie alles Sinn. Und das hat mich natürlich auch ein bisschen geprägt. Ja. Außerdem fand ich die Dokus, die da drauf waren, alle ziemlich gut. Die habe ich alle nicht gesehen. Aber ich habe die DVD von Episode 2. Ja. Das ist sehr lustig. Die Hülle ist voller Rechtschreibfehler. Echt? Ja. Yoda mit J. Yeah. Und so. Yoda mit S wäre viel lustiger. Ja, aber es ist auch sehr lustig. Naja. Ja, und dann kam Episode 2. Den fand ich auch witzig. Der hatte ein paar Planeten, die ich sehr mochte. Zum Beispiel diesen Regenplaneten mit Wasseroberfläche. Und den Staubplaneten. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie sie hießen. Ich wusste es alles mal. Und er hatte die Klone, die ich ziemlich cool fand. Ich habe den nur einmal gesehen. Der hatte halt die Liebesstory, die aber auch wichtig war für die Entwicklung von Anakin. Ah, also ich bin da überhaupt nicht. Also ich fand den extrem nervig. Den dritten Teil, der ging noch. Und außerdem hat sich auch Obi-Wan wieder entwickelt. Gut entwickelt in Episode 2. Ja, den dritten Teil, den fand ich mit am beeindruckendsten von allen Star Wars Filmen, weil der einfach diese Order 66 mittendrin hat, wo plötzlich alle Klone böse werden und alle Jedis kaputt hauen. Ja. Das ist schon eine echt fiese, bedrückende Szene. Und es war ja das auch stimmt, klar, ja. Das, und dieser riesen Massenkampf, der war auch in Episode 3, ne? Ja, genau. Ja. Genau. Als ich in Episode 3 reinging, wusste ich natürlich auch schon, dass in dieser Episode alles böse endet. Und das ist dann ja auch so geworden. Alles natürlich. Gute endet. Also, dass der Film böse endet. Ja. So. Okay. Alles Böse wird quasi da geboren. Ja. Darth Vader, das war ein bisschen albern zugegeben. Also die gesamte Szene, wie Anakin Skywalker zu Darth Vader wird, wie er erst da am Fenster rumsteht und dann den er eigentlich gut fand, den Schwann, den Samuel L. Jackson da aus dem Fenster wirft und nee. Und dann so, ich finde das alles doof, bist du ja her. Das hat mich auch nicht überzeugt, muss ich sagen. Ja, kennst du... Oh... Wie heißt es noch? Also es gibt so einen Typen, der hat die drei Filme auseinandergenommen in YouTube-Videos, Rezensionen. Nee. Jeweils 70 Minuten lang oder so. Wow. Und der sagt alles, was an den Filmen schlecht ist. Okay, das muss ich mir mal gucken. Ja, können wir nachher mal verlinken. Ich suche das mal raus. Ich fand übrigens auf der Episode 3 DVD, fand ich auch gut, die hatten eine Doku, die hieß, glaube ich, eine Minute Film und da wird beschrieben, wie eine Minute Film produziert wird. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt im Podcast. Und diese Doku ist irgendwie 2 Stunden lang, weil die wirklich jeden einzelnen Schritt für diese Minute Film aufschreiben, also erzählen. Das geht halt von Casting über Schauspieler bis zu
Kostüm, Catering, Effekte, Nacheffekte, Soundmixing, was weiß ich was alles für diese Minute Film wichtig war. Und das Catering-Effekte? Ist ein schönes, eine echt schöne Doku. Okay. Die kann man sich gut mal angucken. Also was Filmentwicklung und Kreation so angeht, das ist echt spannend. Ja, boah, jetzt haben wir echt lange über Star Wars geredet, aber jetzt haben wir eigentlich gar keinen Platz mehr für andere Filme. Wir können ja nochmal eben ganz kurz über Indiana Jones reden. Auf jeden Fall. Die ersten drei Filme sind die Quatsch, drei Filme, aber unterhaltsam, und der vierte Film ist Quatsch. Richtig. Ich habe mich so auf den vierten Film gefreut, auch wieder so ein Premierenticket gekauft. Ich auch. Und dann auch. Erste Szene mit dem Atom, mit der Atomexplosion und dem Kühlschrank. Das ist nicht die erste Szene. Die erste Szene ist in der Lagerhalle mit der Bundeswehr. Okay, dann eben die dritte Szene oder die zweite Szene. Ist mir scheißegal. Auf jeden Fall mit diesem komischen, wo er sich in den Kühlschrank steckt und da drin eine Atomexplosion erlebt. Ich habe auch gedacht, das ist alles Quatsch. Nee, warte mal, lass mich mal. Ich habe auch gedacht, das ist alles totaler Quatsch. Warum geht er denn in den Kühlschrank? Und dann habe ich, als ich das auf DVD nochmal gesehen habe, gesehen, dass in diesem Kühlschrank steht Verkleidung aus Blei. Die haben sich tatsächlich was dabei gedacht, dass er in diesen Kühlschrank geht. Das ist trotzdem schwachsinnig. Ja, natürlich ist es schwachsinnig. Aber in Indiana Jones ist fast alles schwach. Also es ist alles unlogisch, was da passiert. Auch in den alten Filmen schon. Von daher ist das, aber die sind gut. Von daher ist das echt nicht so überzeugend. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, sind die letzten 10 Minuten des Filmes, wo plötzlich diese... Ein Alien-Schädel. Nein, es sind doch keine Aliens. Das gab doch diese lustige Szene zwischen Steven Spielberg und George Lucas, die ja den Film gemacht haben. Und Steven Spielberg hat zu George Lucas ganz am Anfang gesagt, wir wollen in diesem Film verdammt nochmal keine Aliens drin haben. Weil Aliens sind Quatsch. Und dann hat George Lucas lange gerätselt und immer gesagt, ja, nee, ich will aber trotzdem Aliens. Und dann hat Steven Spielberg immer gesagt, nein, Aliens wollen wir nicht. Und dann kam George Lucas an. Und hat gesagt, ich habe eine ganz tolle Idee. Wir machen am Ende diese großartige Szene. Und da tauchen Wesen auf. Und diese Wesen, das sind aber keine Aliens, sondern es sind interdimensionale Wesen. Und dann hat Steven Spielberg gefragt, wie sehen sie aus? Und dann hat George Lucas geantwortet, wie Aliens. Es ist einfach nur schwachsinnig. Also diese Aliens sind halt auf jeden Fall die Idee von George Lucas, und ich finde, da kann man auch ganz gut dran sehen, dass George Lucas vielleicht das Filmemachen lieber sein lassen sollte, anderen Leuten überlassen sollte. Genau. Also ich fand ihn aber insgesamt ganz unterhaltsam eigentlich, den Film, und er hatte natürlich auch nette Effekte, aber die alten haben einfach Kultcharakter und das kriegt der neue auf keinen Fall. Hast du mal die, es gab glaube ich Indiana Jones Junior Filme oder sowas gesehen? Nee. Okay, ich auch nie. Die einzige Indiana Jones Junior Szene, die ich kenne, ist aus dem Anfang des dritten Teils. Ja, okay, dann die mit seinem Vater. Mit, Ja, jetzt haben wir nur quasi über drei Trilogien geredet. Star Wars, Indiana Jones und? Matrix. Ach ja. Ja, gut, also okay, eigentlich über vier, über Matrix, Star Wars, sowas, was ähnlich aussieht wie Star Wars und Indiana Jones. Ja, Naja. Egal, ne? Ja, reicht. Wir können ja irgendwann nochmal so zwischendurch, wenn wir in Lückenfüller brauchen, können wir wieder mal eine halbe Stunde über irgendeine Trilogie reden. Ja. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall ein sehr angenehmes Jahr 2012. Genau. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Jo. Und es sei denn, es wird wieder jemand krank. Und wünschen euch viel Spaß. Ja. Arrivederci. Tschüss. Ciao. Dirty Minutes Left.